Das ist schon mal was mit zwei Männern auf einmal? Hi, Tim Vergetti, SAP hier. Und Michi von Delfler. Genau, heute waren wir zu zweit unterwegs, zu zweit ansprechen und haben versucht, mit der Frau ein Date für einen Dreier auszumachen und die Nummer zu bekommen. Das Ganze seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, hast du immer noch einen Freund oder ist es irgendwie vielleicht ja, schon so? Nee, also ich habe wirklich immer noch einen Freund. Ich dachte, du hast gerade geschrieben, so, nein, es ist Schluss, ich habe gerade zwei Typen getroffen. Nee. Wir haben gedacht, du verliebst dich in uns. Hast kurz Schluss gemacht, jetzt treffen wir uns wieder. Das ist eure Intention, oder? Also hier eine Tante auf. Na, Tante würde ich nicht sagen, weil die Familie geht nicht. Frau, Mädchen. Eine erwachsene Frau. Tussi. Ja. Bitch. Tussi, danke. Ja. Prinzessin in deinem Fall. Prinzessin. Du gibst deine Nummer, ruf ich zu zweit mal an. Und dann sitzen wir beide auf dem Bett, trinken irgendwie ein Bier oder so, dann quatschen wir zusammen. Und dann gucken wir, wie die Chemie stimmt. Und wenn es nicht gut ist, auch gern. Aber denk nicht, wir drei sind zusammen, das dauert immer ein bisschen länger. Ah, das ist schon mal was mit zwei Männern auf einmal? Nein. Nein? Fuck, ja. Hast du mal drüber nachgedacht, das zu tun? Außerdem wir uns dann zur Zeit drei. Drei? Drei, ja. Drei ist auch super für uns. Ist das ein Problem für dich? Nee, also für mich ist das cool. Aber ist er auch groß, oder? Ja. Ja, guck mal, ne? Aber nicht, dass der Komplexe bekommt wegen unseren großen Schwänzen. Ich will nicht irgendwie angeben oder so. Ich will dich eher warnen. Können wir eine Gruppe mal machen? Guck mal, Mung. Oh, es ist so wunderschön mit euch. Ach, ihr seid auf der Suche nach einer Dreierbeziehung. Aber Beziehung würde ich jetzt nicht sagen. Also, okay. Wir würden halt so Dreier anfangen auf Sex und dann gucken, ob wir so auch Beziehung führen. Okay. Tut mir schrecklich leid, ist keine Ausrede. Aber wir haben schon überlegt, die vierte Person wäre auch cool, wenn wir. No. Also wenn ihr cool damit ist, die vierte Person wäre auch cool. Ja, der das ist neu für uns. Der ist in Australien gerade. Das ist ja krank. Ja. Guck mal, und der hat bestimmt, also no offense, aber der hat bestimmt noch einen großen Penis. Auch von Australien nach Deutschland reicht er nicht. Und dann kann es ja langweilig werden. Nee, der reicht nicht von da bis da. Ja. 60.000 Kilometer ist schon hart. Ja. Also 16.000 Kilometer ist hart. ich glaube, das schafft ihr auch nicht. Okay, hartes Thema, oder? Ja, es ist ziemlich hartes Thema. Ja. Oh, geiles Thema. Das hat die Touren. Das ist so unser Ding so. Ihr sprecht immer so fremde Leute an und wollt Dreier. Ja, wenn wir sehen, wenn wir in den Augen sehen, dass es passt, weißt du, wir haben bei dir. Achso, ihr habt in meinen Augen das gesehen. Das sieht man das einfach, ja. Frauen schimmern in Augen, sagen so. Dann fick mich. Warum gibst du uns die böse Augenbraue? Du hast mal so. Das passiert dir nicht oft, oder? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Aber wir gucken auch, nachdem wie du drauf bist. Genau. Okay. Also einerseits wirkst du schon ein bisschen erwachsen, andererseits hast du diese Frisur, deswegen ist es immer schwer zu sagen. Also sind schon groß, oder? Aber okay. What the fuck? Die sind schon fast so groß wie meine. Das ist schon ziemlich krass. Kann man gut zuschlagen. Kann man bis so eine Schlägerbraut so. Also wenn dich zwei creepy Guys auf der Straße ansprechen, kriegen die direkt eine in die Fresse. Stehst du auch sowas? Andere Leute schlagen? Nee. Du bist lieber selbst geschlagen, ne? Ja, schon drei Kaffee klingt gut. Machen wir. Und zusammen was trinken, dann quatschen ein bisschen noch. Oben kann man sich gut hinsetzen. Das ist ganz gut. Ich nehme normalen Kaffee. Mitnehmen. Ja, wegen. Mitnehmen. Aber wo gehst du normalerweise feiern? Wir sehen gut aus, aber ich finde, es muss ja auch ein bisschen zuvor gehen. Aber irgendwie sucht er schon drei. Aber hattest du schon mal einen? Ja. Einmal. Aber passiert sowas häufig? Hm? Sowas passiert doch nicht so häufig, oder? Na, so dreistig. Ja. Also so offensichtlich, ne? Die sind halt so ein bisschen offener und... Da bin ich auch. Ein bisschen direkter, weil... Wollen wir uns verabschieden und Kontakt bleiben? Plan, ja. Was hältst du davon? Wir bleiben in Kontakt, wir quatschen mal ein bisschen und gucken, was sich so ergibt. Ob wir irgendwie zusammen feiern gehen können oder ob wir... Sushi-Restaurant. Genau. Da kann man im Sushi-Restaurant so feiern. Alles klar. Und ich hab dich angeklingelt. Dann hast du jetzt... Ja, hast jetzt meine Nummer auch. So wie man sieht, die haben sehr gut gemacht. Wir haben es geschafft! Okay, wenn ihr mehr von Delfler sehen wollt, dann klickt da oben für den englischen Channel und da unten für ihren deutschen Channel. Ansonsten war es das für die Woche und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, get your ass up!